3. Yes, wie ihr unschwer erkennen könnt, bin ich mal wieder auf Reisen. Diesmal geht es nach Berlin zum Full Court 21 Basketballturnier von Bobito Garcia. Ich habe Snipes und Jordan geholfen, das Ding nach Europa zu bringen. Und nachdem wir Milano, Paris und Barcelona abgerissen haben, geht es jetzt nach Berlin für den einzigen Deutschland-Qualifier. Die Gewinner von den Erwachsenen-Kategorien, das heißt von den Plus-18-Kategorien, männlich und weiblich, fliegen nach New York Ende August, um beim All-World-Final mitzuspielen. Die Gewinner von den Jugendlichen, das heißt männlich-weiblich, 14 bis 17, bekommen einen fetten Gutschein für Snipes. Und das Ganze ist für mich eine Herzensangelegenheit, weil ich Bobito 2007 das erste Mal persönlich kennengelernt habe. Wir waren in Madrid, haben eine Woche mit Slam Nation zusammen geballt. Und seitdem ist es mir immer wieder eine große Freude, ihn zu sehen, als Host zu buchen zum Beispiel für meine Red Bull Events und immer wieder über den Weg zu laufen. Der Typ ist einfach eine Inspiration. Wer ihn nicht kennt, abchecken. Bobito Garcia, einfach eine Urban Culture Legende aus New York, was Sneaker, Hip-Hop und Basketball angeht. Checkt es ab, ich nehme euch mit nach Berlin. Heute ist der Probetag für alle Teilnehmer, die Bock haben, mal die Regeln kennenzulernen von Full Court 21, weil dieses Spiel 21 etwas ist, was in Europa so sehr selten bis gar nicht gespielt wird. Deswegen heute erster Tryout-Tag, morgen das richtige Turnier. Ihr seid dabei, los geht's. So Freunde, wir sind hier im Hangar 1 in Berlin-Tempelhof. Das ist die Location hier. Und hier findet morgen das Turnier statt. Herr Dia erklärt gerade die Regeln, sehr wichtig, hier am Practice Day. Heute können die Leute das mal ausprobieren, morgen ist das Turnier. Hier steht noch nur eine Rückerstattung der Anmeldekosten. So, die ersten Testrunden laufen. Es geht einfach weiter, kein Haus, was sagt der Ref? Sehr angenehm eigentlich. Sehr angenehm, sagt der Ref. Er muss noch wenig eingreifen. Ja, das ist richtig. Fair Play, die Jungs wissen, wie sie spielen. So kann es morgen weitergehen, würde ich sagen. Noch 2 Minuten. Die Jungs sind fleißig, aber checken jetzt auch, wie anstrengend das ist. 7,5 Minuten Vollgas. Noch 3,5 Minuten. Puh. Oh oh. Schade, nice one. Noch 3 Minuten, letzten 3. Good take. Check geben. Nice. Check oben. So Freunde, wie ihr erkennen könnt, mitten in Berlin hier, über den Dächern Berlins. Es geht gleich los. Heute ist Turniertag. Gestern war das kleine Intro-Event mit einer Practice-Session, vor allem für die Schiris und für die Anschreiber. Jetzt geht es gleich rüber zum Hangar. Turniertag, 200 Leute sind angemeldet. Das heißt, wir sind vollkommen komplett ausgebucht. Ist die Frage, wie viele Leute im Endeffekt nicht erscheinen und wie viele vor Ort noch mitspielen wollen. Ich nehme euch mit gleich rüber. Eine Menge Leute, natürlich die ganze Berliner Basketballszene oder viele davon werden am Start sein. Ich werde euch den einen oder anderen vor die Kamera schnappen und euch natürlich Eindrücke vom Turnier bringen. Bobito wird am Start sein. Heute Abend wird sein Film noch gescreent. Rock Rubber 45. Es wird ein nicer Event. Jetzt geht's los, auf zum Hangar. Der Tempelhofer Flughafen hier, der alte, ist echt eine abgefahrene Location. Der Hangar 1 ist wirklich eine alte Flugzeughalle. Und so sieht das hier aus. Sehr rustikal. Eine geile Location. Und ich erzähle euch kurz mal was über den Turniermodus bzw. Full Court 21, die Regeln. Es sind maximal 6 Spieler auf einem Feld. Einer spielt gegen alle. Und ein paar von euch kennen das vielleicht. 5 Verteidiger. Du probierst zu scoren. Wenn du es schaffst, gibt jeder Feldkorb 2 Punkte. Dann kriegst du sogenannte Freiwürfe, die aber nicht von der Freiwurflinie stattfinden, sondern top of the key. Maximal 3 hintereinander und dann geht es mit einem Check weiter. Wenn du einen Freiwurf verwirfst, Rebound, Ball hinter die Dreierlinie klären und es geht normal weiter. Keine Auslinien, 3 persönliche Fouls, dann bist du draußen. Das heißt, faire Defense muss gespielt werden und du musst in der Lage sein, dir deinen eigenen Wurf zu kreieren und ganz gut von der Midrange bzw. Top of the Key zu werfen. Es geht bis 21 bzw. am Ende musst du 20 Punkte haben.
einen Bucket scoren, einen Freiwurf machen und einen Dreier werfen, um das Game zu beenden. Zwei Halbzeiten, 7 Minuten 30, insgesamt 15 Minuten wird gespielt. Und das sind eigentlich so grob die Regeln. Eine Minute Halbzeit. Und ja, wir sind schon die ersten Teilnehmer. Ich bin jetzt hier reingelatscht, wie ihr sehen könnt. Die ersten Teilnehmer kommen, glaube ich, an. Mal gucken. Oder auch andere Leute, so sieht es hier aus. Man geht hier rein. Ihr habt es vielleicht gestern schon gesehen am Probetag. Hier wird die Anmeldung stattfinden gleich. DJ-Pult ist schon aufgebaut, die Technik ist am Start. Branding ist natürlich schon gemacht. Müssen wir mal Regelwerk und alles andere ein bisschen ausdrucken. Die Jungs sind hier schon am Shooten, die sind fleißig. Oh, we got a special guest in the building. It's legendary, baby. You know, I got my bodyguard right here. Don't run up on me. You run up, you know who I am. Huh? You don't know me? Don't pretend like you don't know who I am. Now, hi. Grüß dich. Best handle in the world right there. This guy right here. Hold on. Let's keep it 100. This dude right here, listen, got the best handle of all time in German basketball, streetball history. That's the dude with the handle. The only dude that's with him is my homeboy G. You heard it from me. I just let the camera roll in for the next. No, let's keep it pushing. Yeah. Now, good to see you, brother. Yeah, man. Good to see you. Everything good? Yeah, einer von den Refs haben wir hier. Jatzen ist am Start. The man himself. Dia ist dabei. Die Jungs von Snipes bringen noch mehr Schuhe in Größe. Dia. Ist denn Dia? Mach mal auf. Zeig mal den Leuten hier. Mach doch mal auf. Mach doch mal auf jetzt. All white oder welche? Ah, okay. Where the shoe man at? Hold on, I need to talk to the shoe man. Kann man mit leben, oder? Dann die Hand, muss ich euch vorstellen. Sag mal, hier. Ja, gut. So sieht das System aus. Ne? Ohne Hand wären wir krass aufgeschmissen. Wir sind mitten im Turnier, wie ihr seht. Ich bin am Mike Bobitos am Mike. Femi ist hier gerade am Ballen. Berliner Local hätte gerade einen Call. No. Yeah, yeah. I just told him that Femi, he wanted the call, but he didn't get it. Oh, okay. Yeah. Femi get the ball back. Femi got nice shorts. I need a pair of those. Okay, Freunde, der Tag geht zu Ende, ist zu Ende gegangen. Die Jungs haben gekämpft, das Finale war auf jeden Fall das niceste Game. 7 Leute full court hin und her und ein Gewinner hat es gemacht. Congrats nochmal. Samuel wird nach New York fahren und Deutschland representen Ende August. Wie war es für dich? Du hast auch noch nie mit der Form gespielt. Wie fandest du Full Court 21? Ja, also war das erste Mal, dass ich so gezockt habe. Hat auf jeden Fall extrem Spaß gemacht, war sehr competitive. Ja. Man muss auch so ein bisschen taktisch auch zwischendurch denken, wie man am besten spielt, deswegen. Das heißt, wie war da deine Taktik oder wie hast du es überhaupt geschafft, ins Finale zu kommen und dann das Finale zu gewinnen? Ja, ich habe am Anfang eigentlich probiert, hauptsächlich zu werfen, weil die Zone halt bei dem Modus extrem voll ist. Ja. Und dann ist man natürlich auch ein bisschen darauf angewiesen, dass der Wurf fällt. Hat der ganz gut geklappt. Passiert. Deswegen. Okay, das heißt Ende August geht's gegen die besten Spieler der Welt. Wie ist denn da deine Taktik? Ja, represented Berlin. Und rein, Jungs. Ciao. Danke. Alles cool. Hey, du auch. Ja. Das heißt, zurück
Es geht nach New York in ein paar Wochen, ja, Ende August. Was ist da so der Gameplan? Derselbe wie hier? Oder was erwartest du von der Qualität der Spieler von der ganzen Welt, die hinkommen? Nur die Gewinner. Also ich erwarte natürlich extrem viel. denke mal, dass auch viele physische Spieler da sein werden. Heute ging das noch so von der Physis her. Ja. Aber muss mal gucken, wie dort die Spieler sind. Ja. Erstmal ein bisschen beobachten und dann schaue ich mal. Wird auf jeden Fall spannend. Wird auf jeden Fall mein Bestes geben. Welches Team ist normalerweise dein Home-Team hier in Berlin? Für wen spielst du? In Berlin spiele ich gar nicht. Ich habe letztes Jahr in Wolfenbüttel gespielt, okay, bei der Pro B. Ja. Und, ja. Das heißt, noch nicht gesigned für alle Scouts und Vereine. Nächstes Jahr noch nicht, genau. Da ist jemand, der ist richtig gut. Okay, eine Frage haben wir noch. Und zwar der Gewinner von den, beziehungsweise der Beste von den 8 Gewinnern, die nach New York fliegen. Wir hatten ja jetzt Milano, Barcelona, Paris und heute war der letzte Stopp in Europa. Mhm. Und derjenige, der am besten abschneidet, der gewinnt ein Playground, also eine Freiplatzrenovierung für die Stadt, wo er herkommt. Würdest du das Ding nach Hamburg setzen, nach Berlin, wenn du das Freiplatzding gewinnen würdest? In welcher Stadt würdest du den Freiplatz renovieren lassen? Das ist eine gute Frage. Das muss du bist gebürtig aus Hamburg, oder was? Gebürtig aus Hamburg, aber aufgewachsen auch in der Schweiz zwischendurch und in Hannover. In die Schweiz werden wir das Ding nicht setzen, oder? Das stimmt. Ja. In Hannover habe ich mit Basketball angefangen, deswegen wäre das vielleicht eine coole Sache. Ja. Aber muss ich nochmal überlegen. Okay. Na ja, dann sind wir gespannt. Vielleicht hören wir dich nochmal, wenn du wieder zurück bist. Ist auf jeden Fall spannend zu hören. Ich glaube, Berlin hat einen würdigen Gewinner gefunden. Hat Spaß gemacht, dir zuzugucken. Und viel Glück für New York. Ja, gute Reise. Viel Spaß drüben, wenn du zockst. Mach's gut. Okay, danke dir.